Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Emergency 2.0 Modifikation Lüdenscheid. Und dann gucken wir doch jetzt einfach mal, was für ein Einsatz kommt. Schauen wir mal. Generieren wir mal einen. Und Beruf, Gebäudebrand. Ursache Gebäudebrand. Unbekannt. Es befinden sich noch Personen im brennenden Gebäude. Retten Sie ja gut, dann legen wir gleich mal los. Wenn nötig, versorgen Sie alle Opfer der Brände und transportieren Sie beschädigte Fahrzeuge ab. So. Bin dabei. Dann lösen wir doch gleich mal aus. Schauen wir mal. Gut, ich denke mal, wo ist das? Wird das ausgelöst sein? Ich weiß jetzt nicht, welche Wache ausgelöst wird. Aber die hier. Ja, okay, wunderbar. So. Der Brand ist ja nicht allzu weit weg. Achtung! Bei einem Brandausbruch wurden Personen im Gebäude eingesperrt. Rüsten Sie einen Feuerwehrmann mit einer Axt aus und holen Sie die Opfer da raus. Machen wir. Das machen wir auf jeden Fall. Naja, es brennt doch ein bisschen heftiger. Dann schickt man doch mal ein bisschen noch was hin, notarztmäßig. Wird gemacht. Ich weiß nicht, ob wir es benötigen, aber lieber haben wir was, bevor wir nichts haben, ja. Also, ja. Okay, das ist diese Einheit, ne? So, ich muss mich aber jetzt gleich mal ums Feuer kümmern. Erwarte Befehle. Bin dabei. Jawohl. Was gibt's? Bin dabei. Dann machen wir mal einen kleinen Schnellangriff. Was gibt's? Zu Befehl. Dann lassen wir mal den Rest aussteigen. Und dann gucken wir gleich mal, dass wir hier ist hier Hydrant, wo ist noch ein Hydrant? Okay, bloß diesen Hydranten hier. Ist in Arbeit. Okay. Holen wir uns nochmal Unterstützung dazu. Ja. Okay. Wir müssen bei denen noch mit dem Schlauch aus, wir müssen hier auch löschen. Höre. Verstanden. Na? Erwarte Befehle. Okay. Wir machen anders. Wir machen. Ja. Was ist denn jetzt? Hier ist er. Wir bauen hier einen Verteiler auf. Ja. Bin bereit. Thank you.
Befehle. Los, stöpsel dich an. Bin bereit. Okay. Alles klar. Jetzt. Was gibt's? Sofort. Das soll sich auch noch ausrüsten. Sofort. Was gibt's? Alles klar. Jetzt löscht man das erstmal und dann greift man hier an. Erwarte Befehle. Höre. Was gibt's? Zu Befehl. Erwarte Befehle. Höre. Jawohl. Hier machen wir auch Schnellangriff. Was gibt's? Jawohl. Bin bereit. Rüsten wir mit der Axt aus. Kein Problem. Und dann gehen wir ins Gebäude rein. So. Was gibt's? Ja, wie kommt denn der jetzt da rein? Ja, das ist jetzt echt hochinteressant. Erwarte Befehle. Wir machen jetzt mal Folgendes, wir setzen jetzt erstmal die Brandmeldezentrale zurück. Wie kommt man denn da an die Leute ran? Verstanden. Ja? Wird erledigt. Okay, so. Erwarte Befehle. Wie kommt man jetzt da? Ja, wie kommt man da rein? Hallo? Was gibt's? Das ist jetzt echt irgendwie hochinteressant. Ich hab jetzt... Wie soll man da jetzt reinkommen? Bin bereit. Personen aus dem Gebäude. Ja, aber wie? Das check ich jetzt nicht ganz. Was gibt's? Ja, höre. Wie kommt man denn? Bin bereit. Bin bereit. Was geht's? Erwarte Befehle. Man kommt da gar nicht rein. Also der Brand ist auf jeden Fall gelöscht, Leute. Ist das... Also ich weiß jetzt nicht, wie ich das lösen kann. Man kommt da nicht rein, also... Also passt mal auf, Leute, habt ihr eine Idee,
Könnt ihr mir sagen, was ich jetzt da nicht richtig gemacht habe? Das würde mich mal interessieren. Schreibt das mal in die Kommentare rein, weil irgendwie komme ich da nicht hinein ins Gebäude. Ich habe jetzt einen Feuerwehrmann. Ja. Ich kann ja mal. Nee. Das ist ja komisch. Das ist echt sehr komisch. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt da in dieses Gebäude reinkomme. Anscheinend geht das gar nicht. Aber es stehen ja 5 Personen Gebäude befreien. Es ist ja dieses Gebäude, aber keine Ahnung. Na gut, Leute, ich würde sagen, das war's jetzt mit dem Einsatz. Also Brand ist gelöscht, es sind 5 Personen, keine Ahnung. Aber ihr könnt es ja sehr gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben und mir mal mitteilen, was ich falsch gemacht habe. Vielleicht habe ich ja alles richtig gemacht und es ist gerade irgendwie ein Bug oder was. Könnte natürlich auch sein, aber ich habe jetzt geschaut, ich komme nicht ins Gebäude rein. Ja, okay, gut. Danke fürs Zuschauen, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl und ich bin draußen. Tschüss, Servus.